Hallo liebe YouTuber. So, ganz willkommen im neuen Video. Ich bin jetzt hier mal in meiner Heimatumgebung und ich habe beschlossen, dass ich heute, ja, ich richte gerade meine Werkstatt ein. Da gehen wir nachher hin. Und heute hat eine ganz liebe Kundin gefragt, ob ich ihr ein Gesteck machen würde für ihr Grab. Also Gesteck ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt. Moment, ich muss noch mal die Baumschere dazu holen. Das soll tatsächlich den ganzen Sommer halten. Und da habe ich mir natürlich auch was Schönes ausgedacht und war erstmal unterwegs und habe gedacht, ach, da holen wir eine schöne Basis, die jetzt auch mit so Zweigen und so Ästen ist. Weil die hat einen großen Topf und da soll das draufgelegt werden. Aber mehr Infos dazu gibt's nach der Intro. Wie so oft im Leben ist natürlich super Werkzeug gut und ich habe jetzt hier wunderschöne Zweige und Äste geholt, weil immer wenn man Seide, also Seidenblumen nimmt, dann ist es natürlich auch sehr schön, die mit Natur zu mischen und deswegen habe ich jetzt hier schöne Zweige, die ich auch klein machen werde und dann brauche ich natürlich auch richtige Aststücke, weil ich brauche eine schöne Basis und damit ich das alles jetzt hier klein machen kann, bin ich jetzt hier mit meiner Säge und meiner Astschere zugange und muss jetzt einfach mal gucken, dass ich dieses Gefäß, etwa 30 cm, da ist unten die Erde drin, dass ich dafür was Schönes mache und teile jetzt mal meine Äste in Stücke. Da, wo ich nicht weiterkomme mit der Astschere, da muss ich natürlich die gute alte Säge nehmen. Aber auch die funktioniert wunderbar. Sehr gut. So kleine Seitenäste, die mache ich auch in dem Fall ab. Ja, da kann ich jetzt nicht so viel damit anfangen, damit es ein schönes, glattes Stück ist, ein glattes Stück Holz. So, und ich habe mir jetzt eigentlich hier schon so ein sehr ansehnliches, ja, Päckchen zurechtgearbeitet. Ich muss das alles nochmal schön miteinander verbinden, aber ich glaube, das ist jetzt einfach eine Arbeit, dazu gehen wir in die Werkstatt, weil das ist nichts für hier draußen, oder? Aber hier draußen war das Sägen natürlich super und wenn keiner da ist, einem zu helfen, dann muss man sich mit Füßen und Händen helfen, um diese, ja, um den Ast festzuhalten, aber selbst ist die Frau, ich kriege das hin. Aber jetzt gehen wir mal rein. Und weiter geht's in der Werkstatt, dann zeige ich euch nämlich meine neue. Bis dann!
So, Palim, Palim. Also hereinspaziert in die gute Stube. Das ist jetzt alles noch nicht perfekt. Und ich habe mir hier meine Regale eingerichtet mit Steckschaum, mit richtig schönen Tischdekos. Es gibt also eine große Weihnachtsabteilung. Und manche fragen ja, ob ich auch Sachen versenden würde. Und ach, die Gelegenheiten kommen bestimmt wieder. Ich habe mir hier, die Schreiner waren noch nicht da, ich habe mir hier einen provisorischen Tisch gebaut. Und ich war ja auch gerade hier auf der Jagd. Hier sind die Zweige, die ich geholt habe. Und ja, so langsam fange ich an, hier das alles etwas schöner zu machen. Habe mir auch meine Regale eingerichtet mit, ja, mit diesen schönen Sachen zum Arbeiten. Ja, Silantie, ich brauche den Drainagevlies, die Schnüre. Dann habe ich hier eine schöne, für Hochzeit. Eine extra Kiste, die Heißklebestifte, Aludraht. Hier sind meine ganzen Drähte. Das ist also auch so ein kleines Schatzkästchen, wie ihr wisst, ja, in allen Farben. Ich habe Krampen, Heißkleber. Also ich habe hier so richtig alles eingerichtet mit den schönsten Bändern, die ich natürlich auch immer für alle Arbeiten brauche. Hier ist das ganze Thema Farbe, Spray, Werkzeug, ja, auch Gartenwerkzeug natürlich. Ja, und dann geht's hier auch weiter mit Unterlagen, mit, ja, dann da braucht man natürlich auch solche Sachen wie Sprühkleber oder Sprühfarben, die Bänder natürlich wieder, Drähte, Filz, Filz in Rollen, Filz in Schnüren in den verschiedensten Farben. Also es gibt noch viel, ja, viel zu tun. Hier haben wir auch noch eine schöne Blüte, die wir tatsächlich auch brauchen, auf jeden Fall für das Arrangement. Ja, und dann hier sind auch noch so schöne, das sind Früchte, die man, also diese Mohnkapseln in Rot, die man sehr gut in Herbstgrenze machen kann. Ja, und ganz oben ist noch mein kleines Osterlager. Ja, aber zurück geht's. Ich werde jetzt die Kamera mal hier fixieren. Zurück geht's auf den Arbeitstisch, weil tatsächlich möchte ich ja, wie gesagt, für das Grab ein haltbares Arrangement für den Sommer machen und habe hier schon schön zusammenpassende Blüten ausgesucht mit Natur. Und was ich dazu noch kombiniere, das zeige ich euch gleich, aber dazu muss ich die Kamera jetzt fixieren. So, das ist jetzt echt spannend. Das ist jetzt das erste Mal an meinem neuen Arbeitstisch. Und ich muss mal gucken, ich muss die Kamera auch noch besser aufhängen. Aber mir war es lieber, dass ihr den Arbeitstisch seht und ich bück mich dann ab und zu wieder ein bisschen runter. Das ist mir dann doch lieber, als dass, ja, sprich meine Hände und das Werkstück. Und ich komme dann manchmal so in die Höhe. Ja, wo das so sein soll. Also diese Blüten, es soll so gelb, orange, rot soll dieses Arrangement werden. Und ich habe ja jetzt mal fleißig, hier Holz gesammelt. Und ich möchte gerne dieses Holz fixieren. Also sprich, ich brauche jetzt eine feste Basis für mein Gesteck. Und dazu nehme ich Drahtgitter und habe hier auch eine neue Rolle. Also ganz viel neu. Wenn man neu in der Werkstatt anfängt, ist es auch toll, wenn es alles neu ist. Und dazu muss ich die erstmal auspacken. Und ich brauche eigentlich gar nicht so viel. Ich brauche nur so ein längliches Stück, mit dem ich die einmal über das Holz drüber gehe. Jawohl, da ist es schon. Super. Den Rest von dem Draht, ja, der macht so ein bisschen, der hat dasselbe Verhalten wie die Drahtrollen tatsächlich. Also der springt jetzt so auf und ich glaube, da ist es doch ganz gut, wenn man mal hergeht und Draht mit Draht verschließt. Sprich, ich nehme jetzt einfach mal einen Wickeldraht und verschließe hier dieses Drahtgitter, weil mir das sonst so widerspenstig aufrollt und wer weiß, welche Größe das annimmt, weil mein Platz ist hier tatsächlich beschränkt. Was natürlich jetzt super schön ist, ist in meiner Werkstatt, ich habe hier Zeit und Ruhe, es stört hier kein Mensch und für alle, die gesagt haben, oh Margit, wirst du künftig auch noch Videos machen? Ja, ich mache Videos und die sind völlig störungsfrei und das ist eigentlich auch, finde ich, sehr, sehr, sehr angenehm, dass ich jetzt auch, ja, dann
was ich jetzt hier auch in Ruhe drehen kann. Und ich, da ich ja auch freiberuflich arbeiten werde bei Kollegen, ich bin noch ein bisschen in Vorbereitung für solche Sachen, da ich das auch tun werde und auch bei Kollegen drehen möchte, wird es also jetzt viele, es wird viele neue Themen geben, die ich machen möchte und wo ich drehen möchte. Aber das wird sich alles ergeben und es ist jetzt noch viel zu früh, weil wir haben auch tatsächlich noch im Laden oben haben wir noch einiges zu tun und zu renovieren. Und da muss noch richtig Hand angelegt werden. Deswegen bin ich noch nicht einsatzbereit bei Kollegen. Das dauert alles ein bisschen. Und es ist, wie so oft im Leben, es ist einfach mehr Zeit und Arbeit, als man zuerst denkt. Und ja, ich habe jetzt hier mal das Holz. Ich habe das so parallel gelegt. Nehme mein Drahtgitter. Und damit ich da was drauf arbeiten kann, habe ich mir ausgedacht, dass ich auch so ein kleines Stück, dass ich auch ein bisschen Trockensteckschaum dazu verwende. Ich nehme den Trockensteckschaum und pack den hier mit rein. Ich gehe jetzt auch her und runde den Trockensteckschaum etwas ab, sonst habe ich ja solche Kanten. Aber bevor ich das jetzt zupacke, nehme ich ein bisschen Moos und lasse den Trockensteckschaum schon mit unter Moos verschwinden. Und dann fängt das Ganze auch an, schön natürlich auszusehen. Moos ist immer toll. Und wie ihr wisst, wenn man Moos getrocknet aufhebt, dann hält es auch ganz, ganz, ganz lang. Und da ich also im Besitz von sehr schönem Moos bin, ich habe wirklich darauf geachtet, dass ich jetzt mit Auszug vom Laden mir auch gewisse schöne Materialien auf jeden Fall mitnehme, habe ich natürlich auch ganz tolles Moos hier in meiner kleinen Werkstatt. Und ich bin so glücklich, dass ich diese Werkstatt habe und dass ich hier auch ja für meine kleinen Bedürfnisse was machen kann. Und der allergrößte Grund, dass die Werkstatt natürlich sensationell ist, ist ja, dass ich gern Videos drehen möchte. Ist ja klar, oder? Und ich kann doch nicht aus dem Blumenladen ausziehen und kann so ganz auf dem Trockenen sitzen. Das wäre ja fürchterlich. Nein, und deswegen ist das eine ganz tolle Geschichte. So, ich habe jetzt hier also das Ganze mit Moos abgedeckt. Sehr schön. Und schon haben wir eigentlich eine ganz tolle, natürliche Basis für unsere Trockenblumen in Form von Zweigen und Moos. Das ist super. Das ist echt toll. Ich bin vorhin spazieren gegangen und habe auch gedacht, oh, wo kriege ich denn so schöne Zweige her? Und es ist, man muss einfach nur ein bisschen raus in die Natur und findet die schönsten Sachen. Das ist immer ganz toll. So, mein Heißkleber ist auch schon an. Das ist also jetzt alles hier Premiere. Das ist jetzt das erste Mal. Ich finde das ganz faszinierend und ich bin total glücklich, dass es hier so funktioniert. Aber wie gesagt, die schönere Variante und dass es hier ein richtig toller Arbeitstisch wird, da warte ich noch drauf, weil da bekomme ich dann noch, da kommen noch die Schreiner, weil die haben oben im Laden die Tische rausgemacht. Und die machen mir so ein richtig schönes Exemplar. Ein bisschen Deko ist natürlich immer sehr schön. Folglich habe ich mir überlegt, dass ich gern auch für die Basis eine schöne Deko nehmen möchte. Habe hier so ein Gitterband, so ein rotes. Und auch hier, wie immer, Draht, also mit Draht einfach angedrahtet, miteinander verdrehen. Und dann kann ich das, weil ich habe ja meinen Trockensteckschaum und kann das hier so in den Steckschaum einfach reinstechen. So, des Weiteren, man denkt ja immer bei Kunst-Efeu, denkt man zuerst immer, für was braucht man das denn? Ja, man braucht ihn dann doch, ja, wie man hier sieht. Ich habe meine Drähte noch gar nicht alle eingeräumt. Ich habe beim Umzug meine Drähte alle hier mit Tesa gebündelt. Das wird jetzt alles mal geöffnet. Und also hier kann ich jetzt ruhig einen schwarz geglühten Draht nehmen, weil wenn ich jetzt den
Der grüne, den nehme ich immer für Arbeiten, bei denen die Drähte nicht rosten dürfen. Aber der schwarze Draht, den kann ich ja hier auch gut nehmen, weil hier geht es ja eigentlich nicht ums Thema Rosten. Das soll ja auf dem, ja, in diesem Gefäß, auf dem Friedhof, das soll auf jeden Fall halten. Ich habe den Efeu angedrahtet und ich habe ihn, und dann kann ich hier ihn einfügen und kann, wenn das Ende von dem Draht hier wieder rauskommt, kann es hier gegendrahten, weil das, die Kundin hat auch gemeint, sie möchte natürlich auch, dass es auf jeden Fall hält und auch nicht vom, ja, vom Wind weggeweht wird und dass auch die Vögel zupfen ja auch ganz gern für ihren Nestbau an manchen solchen Sachen. Und um das zu verhindern, drahte ich den Efeu an. Ich zeige das mal in der Kamera. Ich habe hier also den Draht genommen und drahte den künstlichen Efeu an. Und so kann ich ihn jetzt hier in die Steckmasse einfügen. Und auch hier kommt der Draht wieder auf der anderen Seite raus und kann hier wieder mit den Ästen verdreht werden. Ich dachte mir, dass ich noch von den Zweigen, von den feinen Zweigen, auch was nehme. Die muss ich schräg schneiden, sonst gehen sie nicht rein. Und diese Steckschaum, nein, Entschuldigung, ich habe gerade in den Steckschaum eingefügt. Diese Seidenblumen, die sind immer, das ist ganz interessant, die sind hier immer so drauf gesteckt auf dem Stiel. Und theoretisch könnte ich sogar quasi die Blumen auf den Stiel wechseln von den Blumen. Der Stiel ist Draht. Und deswegen brauche ich auf jeden Fall, um hier was zu kürzen, eine Drahtschere. Und damit ich dieses Grün auch schön verwenden kann, schneide den Stiel auseinander mit der Drahtschere. Zack, hier sieht man also, jetzt habe ich ein schönes Grün und habe auch die Blüte. So, und dann, also immer mit der Drahtschere schneiden, nicht die Baumschere nehmen, die ist beleidigt. Das ist nämlich so, das ist ein bisschen Gewalt anwenden. Ja. Ja, und hier sehe ich auch den Draht drin. Genau, jetzt ist der Draht auch ab. So, ich habe also ein schönes Blatt, um das hier in meinen Trockensteckschaum zu machen. Also ich brauche unbedingt Trockensteckschaum für diese Arbeit. Das ist ganz, ganz wichtig, damit ich entweder, ich müsste es zwischen die Zweige mit Heißkleber fixieren oder ich stecke es in den Trockensteckschaum und besser ist der Trockensteckschaum. Und hier kann ich also jetzt nochmal ein Blatt teilen und habe die Blüte, um einfach viel schönes Material zu haben. Und da das jetzt hier meine Hauptblüte ist, mache ich die jetzt mal ganz prominent hier oben rein. Ich wollte noch mehr Blüte haben. Eine war mir ehrlich gesagt zu wenig. Aber man muss sich hier auch mal, ich habe jetzt natürlich auch mit Draht schön meine Basis gewickelt. Ich muss mir schon ein bisschen Platz schaffen, dass ich hier auch reinkomme. Und auch hier habe ich wieder einen Stiel mit Seidenblumen, den ich super verwenden kann. Dieses Grün, also auf keinen Fall wegschmeißen, sondern immer das Grün auch nochmal für die Basis verwenden. Es ist alles ein bisschen anstrengend zu teilen, deswegen muss ich auch ein bisschen japsen. Okay, so, aber es geht. Ich schaffe das. Bin sehr glücklich mit meinem Trockensteckschaum. Das ist super. Und so, werde gleich nochmal das Ganze mit etwas Leben füllen, weil ich habe mir auch aus dem Laden
Und also darauf verzichte ich dann doch. Es gefällt mir doch nicht so. Ich habe mich wieder mal anders entschieden beim Arbeiten, aber es macht ja nichts. Es kommt öfters vor. Habe mir etwas Mühlenbeckia Rebe aus dem Laden mitgenommen und habe beschlossen, damit auch in meiner Basis etwas Leben und etwas einzuhauchen. So, damit die Efeu-Ranke gut hält, nehme ich natürlich auch noch mal einen Draht, einen halben Draht, wo ich die einfach festmache damit. Ja, ich mache den Draht als U und nehme meine Efeu-Ranke, die würde jetzt hier sonst so abheben, nehme meine Efeu-Ranke und drahte dieses U fest an die Basis. Ich könnte jetzt noch ein bisschen Deko machen mit einem papiermantelten Draht. Das probiere ich auch noch mal aus. Wie ihr wisst, teste ich ja immer einiges, wenn ich meine Arbeiten mache, und kann da noch mal so eine kleine Spielerei dran machen. Ich guck mal, wie das aussieht. Das könnte ich ja auch mal mit dem Heißkleber fixieren. Den habe ich noch gar nicht benutzt. Doch, fürs Moos. So. Ja, habe den papiermantelten Draht auf einen Heißklebestick gewickelt. Ja, ich brauche ja irgendeine Basis und habe damit jetzt hier so eine kleine Spirale kreiert, die ich, oh ja, das sieht süß aus. Genau, die ich, aber da nehme ich jetzt auch wieder Draht, die ich mit dem Draht fixiere. So, nehme den Draht, biege ihn zu so einem kleinen Häkchen und drahte damit Anfang und Ende von meinem, ja, von meiner Spirale, die ich da gerade genommen habe, fest. So, so eine kleine Deko, die da noch drin ist. Und ja, ich finde es eigentlich ganz interessant. Es ist doch eine relativ einfache Arbeit, aber hat Wirkung, und es soll tatsächlich, also der Wunsch der Kundin ist, es soll wirklich auf dem Topf, der mit Erde gefüllt ist, soll es nur drauf sitzen. Es soll nicht zu leicht sein. Die Aufgabe habe ich erfüllt, indem das Holz sein Eigengewicht hat. Und ich denke, dass es jetzt für den Sommer eine schöne Deko darstellt. Also, natürlich bleichen die Seidenblumen irgendwann ein bisschen aus, klar. Aber im Herbst ist ja dann auch wieder für das Grab richtig schön, wenn man mit Wachsrosen so ein Herz macht. Einige kennen das auch, aber das ist tatsächlich eine Deko, die geht erst für den Herbst mit den Wachsrosen, weil die Wachsrosen, die würden im Sommer in der Sonne schmelzen. Das funktioniert nicht im Sommer. Deswegen ist das erst was für den Herbst. Und dann gebe ich meiner Kundin, falls doch noch was abzudecken ist an der Erde, gebe ich ihr ein bisschen Moos mit und gebe ihr auch ein bisschen Draht mit, so dass sie das Moos auf der Erde festdrahten kann. Und ansonsten denke ich, haben wir doch für das Grab jetzt schon eine sehr ansprechende, schöne Deko für den Sommer. Einfach eine tolle Lösung, wenn da keiner hinkommt so oft. Es ist jetzt eine schöne Lösung mit viel Natur, mit Zweigen, mit Moos. Und ja, dadurch, dass die Zweige dabei sind, sieht man eigentlich gar nicht so sehr, dass es Seidenblumen sind. Und ich fand diese Dahlie, die fand ich ganz toll. Ja, ihr Lieben, das ist das erste Video aus meiner neuen Werkstatt. Sonst habe ich immer Kontaktlinsen drin, heute mal mit Brille. Aber ich war heute und irgendwie ziemlich viel am Schreibtisch zu tun. Da habe ich lieber Brille auf, und da werde ich auch nachher hingehen und werde dieses schöne Video für euch schneiden. Und bin ganz gespannt auf eure Reaktionen und was ihr dazu sagt. Und wie ihr gesehen habt, man braucht eigentlich gar nicht so viel dafür. Es sind ein paar Materialien, die immer sehr gut sind und die immer sehr brauchbar sind. Aber erstmal geht es im Grunde genommen für die Basis in den Wald und mit ein paar Seidenblumen, und schon geht's los.
Ich freue mich, dass ihr dabei wart und es wird weitergehen mit der Werkstatt. Es gibt auch ein Update über die weiteren Tätigkeiten. Ich habe viele Ideen und ich freue mich, wenn ihr auch dabei bleibt. Vielen, vielen Dank und bis ganz bald. Alles Liebe von eurer Margit. Tschüss.